Und jetzt zurück zu Ihrer Mär, die Sie da herinnen ständig verbreitern. Sie sagen, wir haben keine Wirtschaftskrise gehabt. Herr Dr. Bornmänner, vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass diese österreichische Bundesregierung genötigt war, die unfassbare Summe von 35 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um mit Ach und Krach und Mühe und Not unsere Wirtschaft irgendwie darüber zu retten. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass wir die höchste Arbeitslosigkeit während der Krise seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet haben. Ich weiß nicht, ist es Ihnen vielleicht entgangen? Vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die österreichischen Gastronomie- und Tourismusbetriebe, dass denen ein Drittel ihres Personals nun dauerhaft fehlt. Und vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die meisten Gastronomiebetriebe mittlerweile zweitägige Ruhetage eingeführt haben, weil sie das Personal nicht mehr haben. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, Herr Dr. Bornmänner, dass im Bauhandel die Kosten für Bauprojekte für Einfamilienhäuser um ein Drittel gestiegen sind. Und wenn Sie heute einen Architektenplan anfertigen lassen, Sie frühestens in 2 Jahren zum Bauen beginnen können, weil die Bauwirtschaft nicht mehr weiß, wo vorn und hinten ist. Und vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass die Automobilindustrie keinen Nachschub seit 1,5 Jahren hat und der Handel in Wahrheit stöhnt, weil er keine Autos mehr verkaufen kann. Das sind tragende Säulen unserer Wirtschaft. Vielleicht ist Ihnen das alles entgangen, weil Sie mit keinem Automobilhändler reden, weil Sie mit keinem Kölner reden, mit keinem Koch, mit keinem Maurer in Ihrem Leben gesprochen haben, sondern solche Bücher ausgeben, die Konzerne an die Waffel zu nehmen und in Wahrheit von Tutten und Blasen keine Ahnung haben. Herr Dr. Bornmänner, wir haben die letzten 19 Monate ganz schwierige Situationen gehabt. Nicht zuletzt der Rohbericht des österreichischen Rechnungshofes beweist uns, dass wir unser Leben noch schwieriger gemacht haben, weil die Regierung alles mit Abstand alles falsch gemacht haben. Bis heute haben Sie kein Wort des Bedauerns zu den Kollateralschäden gefunden, zu jenen Krebstoten in dem Land, die nicht operiert werden konnten, denen keine Bestrahlung angedeihen werden lassen, weil Ihre Regierung die Spitäler geschlossen hat, weil Ihre Regierung, die Sie verteidigen, die Spitäler, die Spitalskapazitäten nicht hochgefahren hat, um die normalen Erkrankungen in dem Land zu heilen. Sie ergehen sich da an, jede Woche in irgendwelchen Attitüden, bezeichnen mich als Querdenker und ich weiß nicht, was es, statt dass Sie einmal auf diese Fakten eingehen. Gehen Sie auf das Faktum ein, dass es unserer Bauwirtschaft nicht gut geht. Gehen Sie auf das Faktum ein. Ja gut, dann reden wir über die Automobilindustrie. Bauwirtschaft. Ja,